Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, heißt es dieses Jahr nicht nur im DFB-Pokal. Da hat ja der VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund 3:1 gewonnen. Jetzt heißt es aber Champions League Finale. Endlich ist es soweit. Und zwei Teams, die man vielleicht so nicht erwartet hätte. Bei Barca, da war es einem klar, super Offensive mit Neymar, Messi und Suarez. Bei Juventus hätten, glaube ich, nicht viele drauf gesetzt, dass der italienische Vertreter ins Finale kommt. Ja, Juves Weg führte ja über Borussia Dortmund, den AS Monaco und natürlich dann gegen Real Madrid. Das haben wir ja auch hier in der Prognose gesehen. Ja, hier sehen wir die Spieler von Juventus Turin und ja, der FC Barcelona hatte auch ja, eigentlich die Hochkaräter gegen sich, Manchester City, Paris Saint-Germain und natürlich zuletzt den FC Bayern, den man im Spiel allerdings doch relativ easy mit 3:0 besiegte. Beides in den Rückspiel gegen die Bayern gute Spiele und hier sehen wir die Startelf. Ja, Marquisio bleibt auf der Bank zunächst, das vielleicht die entscheidende Sache dort. Drei zentrale Mittelfeldspieler, natürlich ist Andrea Pirlo, der gute Erinnerungen an dieses Stadion hat, ähnlich wie Buffon, mit dabei. Und hier auch bei ja, Barca keine große Überraschung, dass der Champions-League-Torhüter sozusagen Marc-André Ter Stegen auch im Finale dabei ist. Ja, was kann man für ein Spiel erwarten? Juve hat ja bewiesen, dass es nicht nur mit Mauern geht, ja, sondern auch mit spielerischen Elementen. Ein Türke pfeift, das wird morgen oder heute, je nachdem wann ihr es guckt, wahrscheinlich anders sein. Ja, und jetzt stößt Juve an. Da sehen wir Lionel Messi. Mal sehen, ob er wieder ein wunderschönes Tor erzielt, wie gegen FC Bayern München. Und wir dürfen, glaube ich, alle gespannt sein, ja, wie das Spiel ausgeht. Anstoß, Juve von Beginn von links nach rechts. Und ja, wir werden sehen, wie Juve sich schlägt. Pirlo mal am Ball und er läuft sogar mit dem Ball. Da ist wieder Pirlo im Strafraum. Ja, das kennt man ja gar nicht von ihm. Der letzte Stehgeiger wurde er genannt von einem Fußballmagazin. Da ist er wieder am Ball, also auf jeden Fall der Ballverteiler hier in den ersten Minuten. Mal sehen, ob Juve das auch schaffen wird, falls sie ihn wirklich auch Anspiel haben im Finale. Am Anfang Ruhe reinzubringen, weil Barca ist ja mit ihren schnellen Angriffsspielern sehr gefährlich. Dieser Flankenball war es dagegen weniger. Naja, mit Carlos Tevez im Bild, der nicht Torschützenkönig in Italien geworden ist. Das hat sich ja Luca Toni mit, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau, mit einem Spieler, glaube ich, von Inter Mailand geteilt, kann das sein? Kann jetzt auch völlig falsch sein. Egal, konzentrieren wir uns wieder aufs Spiel. Und da hat Barca jetzt den Ball nach dieser Katastrophenflanke, da von der rechten Seite von Juve aus gesehen. Aber Juve, die erobern den Ball hier zurück und verfügen natürlich mit Tevez auch über einen schnellen Stürmer. Pogba. Ja, das könnte die erste Ecke des Spiels geben, ja. Genau das wird hier auch angezeigt. Ja. Bisher wenig Torgefahr von beiden Teams. Juve, denke ich, mit mehr Ballbesitz, aber ich glaube, nach 8 Minuten ist das noch nicht so ganz entscheidend. Andrea Pirlo tritt die Ecke, hat hier ja die Weltmeisterschaft gewonnen 2006, zusammen mit Buffon, der im Tor steht. Oh, und da muss Ter Stegen hin. Ja, da wäre ansonsten der Morata da gewesen. Freistoßvarianten auf den kurzen Pfosten sind immer dann gefährlich, wenn man den Torhüter überraschen kann oder ihn gut zustellt. In diesem Fall hatte Ter Stegen alles im Griff. Ja, Ter Stegen mit der Situation in Barcelona nicht ganz zufrieden. Er sagt auch, die Rolle des zweiten Torhüters, ja, die will er eigentlich nicht haben. Und auch dieses Finale, das er jetzt spielen darf, macht das nicht gut. Aber es ist trotzdem natürlich eine sehr, sehr, ja, große Herausforderung für ihn. Suarez jetzt mal, ja, ist auf den Flügel gezogen. Und wenn er auf den Flügel zieht, geht Neymar in die Mitte, so scheint es jedenfalls, beziehungsweise Messi. In dem Fall standen gerade beide in der Mitte. Und auch wenn Messi nicht gerade für seine Kopfballstärke bekannt ist, hat er ja schon mal ein Kopfballtor erzielt in einem Champions League Finale. Und das war ein Foul.
Und das ist jetzt natürlich eine Freistoßposition, die ist sehr gefährlich. Und es gibt auch die erste Karte im Spiel jetzt schon für Arturo Vidal, der ja zusammen mit Pogba den Vorzug vor Marquisio bekommen hat. Jedenfalls hier bei uns. Wir sind gespannt, wie es dann sein wird. Ja gut, also nicht viel zu erkennen. Leichte Berührung vielleicht da mit Neymar. Also ja, fragwürdiger Freistoß. Wenn das jetzt das 1:0 geben würde, kann ich mir vorstellen, da wird es Diskussionen geben. Der Schiedsrichter guckt da nochmal nach der Mauer. Und Messi bereitet sich mental auf den Freistoß vor. Mal sehen, was es wird. Da läuft einer aus der Mauer und Buffon mit der Faust. Eckball. Die zweite im Spiel und die erste für Barcelona. Ja, da hat der erfahrene Keeper von Juventus Turin doch mehr Probleme, als man am Anfang dachte. Ein Ex-Schalker, Rakitic, tritt die Ecke. Kennt also dieses Stadion schon. Ja, und da mal der erste Versuch. Das war, glaube ich, Busquets. Ja, Sergio Busquets. Der tritt da, ja, fast neben den Ball. Also nicht optimal getroffen. Aber der erste, ja, aus dem Spiel heraus, der erste Annäherungsversuch vom FC Barcelona. Die Stimmung gut hier im Berliner Olympiastadion. Es gibt ja einige, die sagen, ja, so ein Olympiastadion. Es ist eigentlich kein richtiges Fußballstadion. Man sitzt so weit weg. Aber gerade das hier, das Berliner Olympiastadion, sicherlich ein toller Austragungsort für das Finale. Gerade auch, weil hier auch das DFB-Pokalfinale jedes Jahr gespielt wird. Also ein Stadion, das sozusagen final gewöhnt ist. Und Pirlo dann zusammenspielt. Pirlo wieder am Ball. Mal Fehlpass. Mascherano, der ist doch ein bisschen unruhig geworden. Also den hätte er durchaus ruhiger rausspielen können. Rückpass zu Ter Stegen wäre auch möglich gewesen. Jetzt hat Juve wieder den Ball. Das ist Pogba. Was macht Pogba? Pogba mit der Flanke. Morata. Ex-Matrilene. Pogba. Ja, also so richtig trauen sie sich nicht zu schießen. Vidal legt nochmal auf Pogba. Warum schießt er denn nicht mal endlich? Pirlo. Zurückgelegt, Vidal, Pogba! Und da ist das 1:0 für Juventus Turin. In der 24. Spielminute durch Pogba, den Franzosen. Die Eckfahne wird da auch noch einmal umgeklappt. Schöner Jubel da in der Ecke, die ja keine ist. Hier im Olympiastadion. Ja, kurzes Eck. Da kann man natürlich immer dem Torhüter mal schräg von der Seite angucken. Das war natürlich aber auch ein strammer Schuss. Ja, sieht natürlich unglücklich aus, weil er den da fast noch quasi mit dem Kopf hält. Also das sieht dann halt so immer so aus, als ob man da hätte drankommen können. Aber das geht so schnell und mit den Zeitlupen, das täuscht auch immer ein bisschen. Also ich würde sagen, ein Ball, den man halten kann, aber den man nicht halten muss. Ja, und jetzt sind natürlich die Juve-Fans, die Mitgereisten, auf den Beinen. Mein langjähriger FIFA-Spielkamerad bzw. Gegner Pravec LE, der hat gesagt, vielleicht ist es ja ein Vorteil für Juve, dass es in Berlin ist, weil er dann glaubt, dass viele Italiener kommen. Auch da, wo er wohnt, gegenüber eine italienische Gaststätte mit Juve-Fans als Besitzern. Also, vielleicht ein Vorteil, wir werden es sehen. Es wird aber sicherlich auch eine ganze Menge neutrale deutsche Zuschauer geben. Ja, Suarez. Jordi Alba. Busquets wieder. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob es da jetzt ja, so eine Blaupause gibt des Juve-Angriffs, der ja eigentlich ein, ja, wie man es eigentlich vom Handball kennt, hin und her gespiele war. Messi mal mit dem Einwurf hier. Sieht man auch nicht so oft. Rakitic. Neymar. Hat hier die Seite gewechselt. Iniesta. Sind wir in die Mitte gezogen und die erste Parade für Buffon. Gut pariert. Gigi Buffon, für viele ja immer noch einer der besten Torhüter der Welt. Trotz, dass er jetzt schon etwas älter ist als damals, als er hier die WM gewonnen hat bei einem Spiel, in dem Zinedine Zidane mit einem Kopfstoß vom Platz flog und einen Elfmeter verwandelte.
indem er ihn chippte an die Unterkante der Latte. Viele werden sich noch dran erinnern. Ja. Was wird Barca jetzt hier unternehmen? Im Moment gerade waren sie ja im Angriff. Grundsätzlich muss man sagen, hat Juve eigentlich optisch gesehen das Spiel relativ gut im Griff. Und wer das erste macht, kann natürlich auch ein zweites machen. Ich bin sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Infra, aber Piqué hat aufgepasst und schlägt den Ball jetzt aus. Ja, da kommt der Ball sogar mal zu den Fans, obwohl sie so weit weg sitzen, wie ja manche sagen. Evra und Asamoah, der flankt und der sieht Tevez. Das ist das Tor. 2:0. Juve ist es, nicht Barca, wie viele glauben. Geht früh in Führung mit 2 Toren. Schon nach 25 Minuten und ich dachte erst, der prallt raus, aber da wäre Morata oder Pogba auch noch in der Nähe gewesen. Ein tolles Tor und man muss hier wieder mal die Frage stellen. Ter Stegen, er geht raus, kommt nicht an den Ball. Normalerweise sagt man in dem Fall Torwartfehler. Carlos Tevez also macht es in der 36. Spielminute. Und sollte ich eben wirklich gesagt haben, in den ersten 25 Minuten möchte ich mich dafür entschuldigen. Das war natürlich nicht korrekt. So, 2:0 also die Führung für Barca. Jetzt ist die Frage, wird sich Juve auf das besinnen, was sie sehr, sehr gut gegen den AS Monaco beispielsweise gemacht haben, nämlich verteidigen. Jordi Alba, Neymar, direkt der ja, mehr oder weniger wütende Gegenangriff von Barca über Messi jetzt. Alba, wieder Messi. Busquets findet da nicht wirklich eine Anspielstation. Iniesta jetzt. Rakitic. Iniesta verliert den Ball an Chiellini, der aufgepasst hat. Und Andrea Pirlo, der Ballverteiler im Mittelfeld. Morata, der sich da ja, sehr weit zurückfallen lässt, auch hinten aushilft. Und Tevez, der auf die langen, schnellen hohen oder flachen Bälle lauert. Und das ist natürlich jetzt umso wertvoller, dass man einen Tevez hat, einen schnellen Spieler. Und es ist auch nicht schlecht, wenn man einen Suarez hat, aber dieser Schuss konnte Buffon nicht gefährden. Ja, Halbzeit. Die Frage ist, sehen wir hier noch den Anschlusstreffer von Barca vor der Halbzeit? Sie machen jetzt Druck. Und Neymar mit dem Einwurf auf Rakitic. Der muss erstmal nach hinten verlängern, weil da ansonsten keine Anspielstation war. Der Einwurf auch nicht hundertprozentig. Und da, nein, das pfeift er nicht ab. War auch beigespielt, von hinten immer kritisch. Man kann selbst von hinten den Ball spielen und eine Gelbe kassieren, wenn es darin endet, dass man auch den Mann trifft. Neymar, Bruno Alves. Neymar mit der Flanke, da wäre doch Suarez gewesen, aber der kommt da nicht ran. Der Ball dann doch zu weit. Pirlo. Was sage ich, Pirlo? Pirlo weit hinten, wollte ich sagen. Und das war auch nicht so berühmt, wie er sich da angestellt hat gerade. Und die Flanke kam durch, durchaus gefährlich. 5 Minuten Nachspielzeit gibt es hier in dieser ersten Halbzeit. Aber die sind jetzt auch rum. Ja, deutliche Führung für Juve. Das ja, war nicht unbedingt zu erwarten. Und ich bin gespannt, ob wir Marquisio sehen werden in der zweiten Hälfte. Eine gelbe Karte, 50-50 Ballbesitz und 2:0 Tore. Und Xavi kommt für Rakitic. Mit Erfahrung soll also das Spiel vielleicht doch noch gedreht werden. Xavi und Iniesta ja lange. Sowas wie das spanische Traumduo. Heute also nochmal vereint. Neymar, der den Ball sich zu weit vorlegt. Das darf einem Spieler, dem ja, ja eine sehr, sehr gute Technik, hohe Grundschnelligkeit,
ja, unterstellt wird, dem darf das nicht passieren. Und Buffon mit dem Abschlag für Juventus. Jetzt heißt es eigentlich für die Italiener nur noch hinten keins mehr kassieren, sicher stehen und eventuell durch einen gut gespielten Konter das 3:0 draufsetzen, das sicherlich die Vorentscheidung wäre. Barca muss hingegen spätestens ab der 65. etwas, ja, vehementer und aggressiver nach vorne spielen. Jetzt mal Alves. Da hätte er jetzt vielleicht mal probieren können, ins 1:1 zu gehen. Gegen Evra, der da eingerückt war. Der natürlich im Strafraum, ja, gegen seine Innenverteidigerkollegen wahrscheinlich nicht so gut aufgestellt ist. Und der eher natürlich auf dem Flügel verteidigt. Ja, das hätte er machen können. Das wäre vielleicht auch mal so eine Aktion gewesen, selbst wenn sie nicht gut gegangen wäre. Die gezeigt hätte, wir probieren es notfalls mit der Brechstange und mit allen Mitteln. Und vor allem mit aller Entschlossenheit. Das, was sie jetzt machen, sieht eher danach aus, dass sie im Moment ganz froh sind, den Ball zu haben. Alba, außen, würde doch Messi stehen. Iniesta, Suarez und Xavi. Da haben sie jetzt mal schnell durchkombiniert. Das ist das, wovon ich geredet hatte, als ich sagte, sie müssen jetzt langsam mal auch zu Torabschlüssen kommen. Sie müssen jetzt mal ein bisschen entschlossener nach vorne spielen. Denn in der ersten Halbzeit sah das bei beiden relativ verhalten aus. Aber im Gegensatz zu Barca hat Juve daraus zwei Tore gemacht. Pogba, Tevez. Pogba, der da immer wieder mit nach vorne geht, mit der schönen Schussmöglichkeit. Und der war gut gehalten von Ter Stegen. Aber selbst in dieser Phase Juventus durchaus ebenbürtig, wo man doch erwartet hätte, dass Barca mit einem ganz anderen Druck aus der Kabine kommt. Bisher weiter ein offenes Spiel und jetzt sogar noch das Stürmerfoul. Freistoß Juventus Turin. Und da kommt ein Wechsel und es ist die Auswechslung, dass Andrea Pirlo. Pereira kommt rein. Da steht er schon bereit. Wird das der zweite große Titel in diesem Stadion, den Pirlo holt? Wenn ja, wird er die letzten 30 Minuten dieses Spiels auf der Bank erleben. Und wenn nicht, ist die Frage, warum? Und jetzt ein dummer Fehler da. Suarez, was macht er? Ach, viel zu kompliziert. Was macht er denn da? Da muss er sich viel schneller entscheiden. Nicht gut. Ja, es ist anscheinend die Zeit der Auswechslungen gekommen. Morata raus. Und auch Busquets muss vom Platz. Bei Juventus kommt jetzt Pepe. Bin gespannt, wie er sich jetzt da in das System einsortieren wird. Ob das ein 1:1-Wechsel ist oder ob er ein bisschen mehr jetzt nach hinten machen soll. Und Busquets ebenfalls den Platz verlassen. Hier der neue Mann, der ja auch erst vor ein paar Minuten gekommen ist. Pereira, der Evra sieht. Asamoah. Ja. Der probiert durchzudribbeln. Das, was die Barca-Spieler im Moment noch so ein bisschen verweigern. Neymar. Hat der vielleicht noch eine Idee? Hat ja Brasilien bis zu seiner schweren Verletzung an den Wirbeln quasi im Alleingang durch die WM geführt. Und im ersten Spiel, bei dem er nicht dabei war, gab es dann dieses, ja, unglaubliches Spiel gegen Deutschland. Und jetzt kommt tatsächlich noch der von mir am Anfang angesprochene Marquisio. Ich bin nur etwas irritiert, dass er nicht für Vidal kommt. Der hat nämlich schon gelb gesehen. Dass man jetzt den Torschützen Pogba, der eben auch wieder eine gute Schusschance hat, herunternimmt, das verstehe ich nicht so ganz. Aber man wird bei Juve schon wissen, was man macht.
Und das ist auch Barca zu wünschen, denn die brauchen langsam mal den Anschlusstreffer. Iniesta. Ja, da auf dem Flügel, da laufen sie sich häufig fest, aber dann wäre halt in der Mitte theoretisch doch Platz für Suarez, der da aber quasi gemanndeckt wird von Chiellini, zieht den jetzt auch so ein bisschen aus der Verteidigung raus, aber jetzt fehlen wieder die Anspielstation, da ist mal Messi und aufs kurze Eck, aber Buffon hat den, der Kapitän, gut gehalten, schöner Versuch auch von Messi. Und das sind die Aktionen, die sie jetzt bringen müssen. Wenn der Chiellini schon am Suarez klebt wie eine Klette, dann muss der Suarez halt den Strafraum mal verlassen und den Ball weiterleiten. Nur so haben sie jetzt noch die Chance, Torchancen zu generieren. Messi mit der Flanke und da ist doch der Anschluss. Und es ist natürlich, ja, der aufgerückte Piqué. Und jetzt heißt 18 Minuten nochmal alles geben. Ja gut. Ja, da sind viele Spieler direkt da vor Buffons Nase, 7 Meter vor dem Tor. Da ist natürlich die Gefahr beim Rauskommen, dass da der Ball blöd durchrutscht. Ist natürlich gegeben, aber man muss trotzdem fragen. Ja, muss er da nicht hingehen? Wie auch immer. Piqué, 72. Und das gibt nochmal Auftrieb für Barca. Da bin ich mir sicher. Und es ist ja nur noch ein Tor, dann sind sie in der Verlängerung und dann ist wieder alles möglich. Ist jetzt wirklich die Frage, wie Juve darauf reagiert. Ob sie sich mehr zurückziehen. Ich kann es mir aufgrund des Spielverlaufs und ihrer ja, bisherigen Spielweise einfach nicht vorstellen. Zumal dann natürlich gerade die Gefahr groß ist, dass ein Vidal eventuell dann auch in die Gefahr kommt, eventuell noch die zweite gelbe Karte zu sehen, was gelb-rot bedeuten würde. Vidal, da ist er mal. Marquisio, der hat einen guten Schuss und das war eine klasse Parade von Marc-André ter Stegen. Toller Schuss von Marquisio. Das war so ein bisschen der Punkt, wo ich dachte, der Marquisio, der kann doch eigentlich gut schießen und der ist ja auch ein Mann, der nach vorne was bewirken kann. Ist das schon so ein Anzeichen, dass man bei Juve etwas defensiver zu Werke gehen will, dass man ihn nicht aufgestellt hat. Jetzt hat man ihn gebracht und gleich mit seiner ersten Offensivaktion bringt er hier Gefahr ins Spiel. Messi flankt. Flanke ist sehr weit. Neymar ist sehr klein. Und der Ball ist im Aus, aber Einwurf für Barcelona. 9 Minuten vor dem Ende. Und jetzt Iniesta, das Traumduo Xavi Iniesta, das letzte Mal gesprengt. Und Rafinha kommt in die Partie. Ich bin gespannt, ob das noch was bewirkt. Es gibt ja so Trainer, die immer mal wieder einen Glücksgriff haben, den entscheidenden Mann einwechseln, den Mann, der die Vorlage macht oder eventuell auch das Tor selber macht, einwechselt. Mal schauen, was man hier erwarten kann. Buffon sicher, die Flanke nicht gefährlich. Hat natürlich jetzt auch Zeit bei seinen Abwürfen, der Buffon. Und auch bei seinen Abschlägen wird er sich wohl Zeit lassen. Insofern es zu solchen noch kommt. Vidal und Marquisio. Lichtsteiner, der Schweizer. Der sich aber viele Jahre bei Juve etabliert hat. Gar nicht natürlich so auffällig und der Name Lichtsteiner, den kennen, denke ich, wirklich nur die, die wirklich Fußball regelmäßig schauen. Aber er ist ein klasse Außenverteidiger. Messi. Jordi Alba. Hat da irgendwer noch die zündende Idee, dieses mittlerweile wirklich schon Bollwerk zu durchbrechen, Alves jetzt. Aber das ist alles zu ungenau, das ist alles zu, auch ein Stück weit zu mutlos. Da kommt der Steilpass viel zu spät, da muss man auch mal mehr Gefahr nehmen und dann, ja, dann stehen halt auch wirklich die 1,60 Spieler jetzt im Strafraum und es kommen hohe Bälle, mit denen die natürlich nichts anfangen können. Ja, Tevez verdribbelt sich da, aber es ist jetzt auch schon die 90. Minute. Und so langsam aber sicher, da kann man bei Juve, ja,
sich schon mal moralisch und geistig darauf vorbereiten, dass man hier die Champions League zumindest bei der IGA-Prognose gewinnen wird. Wir dürfen, wie gesagt, sehr gespannt sein, wie es in Wirklichkeit ausgeht. Ein Spiel, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Zumal für die deutschen Fans vielleicht von besonderer Bedeutung, dass es auch noch im Berliner Olympiastadion stattfindet. Ja, Buffon, der lässt sich jetzt Zeit. Abschlag, war es schon der letzte des Spiels? Nein, der türkische Unparteiische lässt hier noch weiterlaufen. Aber bei Barca, ich sehe da auch von der Körpersprache her nicht wirklich den Willen, da nochmal was zu machen. Und auch das ein halbherziger Versuch, dann noch abgefälscht. Buffon hat den Ball sicher. Ja, Suarez, Pressing brauchst du nicht zu spielen, wenn der Buffon den Ball in der Hand hat. Und jetzt ist es aus. Juventus Turin gewinnt bei der IEA-Prognose zumindest die Champions League. Und wir sind sehr gespannt, auf wen ihr tippt. Lasst uns die Kommentare da. Bis zum nächsten Mal und bis zur nächsten Champions League-Saison hier bei der IEA Champions League-Prognose.